Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Endlich mache ich mal was auch mit der Kamera. Das wollte ich immer mal gemacht haben. Sonst mache ich immer nur Let's Plays, die ich dann irgendwie capture von der Konsole oder vom PC halt. Aber ich wollte immer was mit der Kamera machen. Und ich hatte in letzter Zeit sehr viel Bock auf Racing-Sachen. Habe auch schon ein paar Livestreams gemacht, hier Formel 1 und so. Da kommt auch noch viel mehr, noch ein paar andere Sachen. Eine Vorbereitung für ein anderes Projekt, was ich für nächstes Jahr vorhabe. Aber heute möchte ich endlich mal auf eine Kartbahn gehen, weil ich habe nämlich vorgenommen, jetzt öfters mal auch wirklich Kart zu fahren, also im Real Life zu fahren und nicht einfach nur so im Virtuell. Da habe ich gedacht, dann nehme ich euch mit und zeige euch das Ganze. Bin jetzt auch hier schon die ganze Zeit fleißig an Ideallinie gucken. Wir fahren nämlich heute das allererste Mal auf der Kartbahn in Wuppertal. Da bin ich noch nie gewesen, obwohl ich Wuppertaler bin, bin ich nie zu gekommen. Und demnächst werde ich eventuell bei zwei Rennen, bei einem ist noch nicht ganz klar, ob ich da mitmachen darf. Ich habe erstmal so eine vorläufige Zusage bekommen. Die ist nämlich am 15.8. ist da ein Rennen, da werde ich das allererste Mal Rennen fahren. Und am 29.9. ist da auch nochmal ein Rennen, wo es ein Teamrennen ist, wo man quasi mit drei, also zu dritt in einem Team fährt, das wird dann ausgelost. Da bin ich mal ganz drauf gespannt, wie das so sein wird. Ja, und da gehen wir gerade zu den Karts. Ich wollte eigentlich so ein bisschen auch außerhalb von der Strecke filmen, war eigentlich so ein bisschen viel los. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass da schon so viele Leute direkt sind. Aber wir haben jetzt hier erstmal die Kamera festgemacht. Das ist hier von meinem Kumpel, der hinter mir gerade da am Einsteigen ist, die 360-Grad-Kamera. Ich habe mich dummerweise meine GoPro vergessen. Hatte ich extra mal ins Regal getan, habe sie dann doch vergessen. Er hat aber die 360-Grad-Kamera dabei, weil wir das ausprobieren wollten. Ich kriege das leider nicht so ganz geschnitten hier, wie ich mir das gedacht habe. Ich glaube, das liegt an der Konvertierung der Videodatei. Auf jeden Fall habe ich jetzt quasi zwei Aufnahmen, einmal vorne, einmal hinten und nicht in einer Aufnahme, dass ich quasi in der Aufnahme drehen könnte, wie ich mir das erst gedacht hatte. Aber so switche ich dann einfach zwischen den Aufnahmen hin und her. Und kann ich euch mal zeigen, wenn einer von hinten kommt, der mich am Überholen ist, wie das dann auch Ganze von hinten aussieht. Das wollten wir halt hier auch so ein bisschen ausprobiert haben. Ich wollte auch mit der GoPro eigentlich was ausprobiert haben. Extra eine Halterung für auf dem Helm, aber das werde ich dann halt beim nächsten Mal testen. Aber ich denke mal, das wird schon dann so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Aber so mit der Kamera hier war es auch erstmal eine coole Idee, das so zu machen. So konnte ich sie auch hinten auf den Hügel da drauf machen. Dachte nur von wegen, dass es sein könnte, dass die wegfällt, aber ich habe extra so eine metallene Halterung, damit das eigentlich nicht passieren sollte. Also schon wirklich bombenfeste. Hier geht es jedenfalls erstmal los aus der Boxengasse raus auf die Strecke. Ich bin doch hier noch nie gefahren, hatte noch keine Ahnung, habe auch nicht so die größte Kart-Erfahrungen, aber ich möchte da gerne echt ein bisschen was fahren. Vielleicht wirklich auch mehr so Rennen, habe jetzt erstmal wahrscheinlich zweimal die Möglichkeit, beim Rennen mitzufahren. Aber ansonsten, wenn sich da nicht mehr Möglichkeiten erstmal ergeben, habe ich mir gedacht, dass ich verschiedene Kartbahnen mir selber halt anschaue und dann versuche, für mich die beste Zeiten da rauszuholen. Hier sind auf jeden Fall heute auch ein paar Kinder mit dabei gewesen oder größere Jugendliche, kleinere Jugendliche. War eigentlich schon sehr weit gestreckt, so das Feld vom Alter. Da vorne kommt jetzt beispielsweise einer. Und da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Der war generell immer ein bisschen langsamer unterwegs und wollte ich natürlich nicht reinfahren oder so. Und hatte jetzt auch noch kein Gefühl für das Kart, für die Strecke. Beispielsweise an der Kurve, wo ich jetzt gerade hinkomme. Hier habe ich mich oftmals so ein bisschen gedreht, bin auch mal stehen geblieben, habe mich dann immer so geärgert. Aber das ist halt jetzt irgendwie, was ich heute machen wollte, dass ich gucken wollte, wo bremse ich wann ab und wo kann ich wie schnell fahren. Hatte mir, wie gesagt, die Ideallinie auch vorher schon angeguckt, die man sich auf der Internetseite von der Kartbahn Wuppertal anschauen kann. Allerdings war es dann irgendwie nicht mehr alles so ganz präsent im Kopf, als ich dann drauf gefahren bin. Hatte mich immer nur so ein paar Sachen erinnert und immer wieder versucht, bei schnelleren Fahrern, da gab es einige, zu gucken, wie fahren die und dahinter zu bleiben. Und ja, hier sieht man beispielsweise, da habe ich so ein bisschen mich rübergerutscht mit dem Heck. Ich hatte das Gefühl, wenn ich zu stark bremse, dass ich dann wirklich wegrutsche mit dem Hintern. Aber wollte halt auch nicht zu schnell fahren, weil sonst wäre ich ja auch rausgeflogen.
Dann kam ich aber hier auch schon direkt zu meiner ersten blauen Flagge. Da vorne schwingt er sie gleich. Heißt für mich natürlich, ich muss überholen lassen. Das war mir auch wichtig, dass ich hier so ein bisschen dafür Gefühl bekomme, wenn ich die rote blaue Flagge sehe, wie kann ich dann jemanden überholen lassen, weil ich möchte niemanden sein Rennen ja versauen, wenn ich dann da beim Rennen mitfahren darf. Für das Rennen am 15.8. ist es halt irgendwie so ein Liga-Rennen, wo ich dann als Gastfahrer mitfahren kann. Und da geht es ja den anderen Leuten wirklich um etwas, um deren Liga. Dementsprechend möchte ich denen ja kein fahrendes Hindernis sein, aber schon natürlich gerne mitfahren und möglichst schnell und gut mitfahren natürlich, aber halt auch nicht die Leute dann ärgern, weil ich halt der unerfahrene Fahrer bin und dann quasi nur im Weg bin. Deswegen war es mir auch hier wichtig, dann da ein Gefühl zu bekommen, wenn ich die blaue Flagge sehe, gucke ich links, rechts, wo ist der, kann ich dann Platz lassen. Und das hat für mein Gefühl relativ gut funktioniert, das Ganze. Ich hoffe mal, dass die Gegner das auch so gesehen haben. Aber ich denke mal, das war schon ganz okay. Und ja, da war jetzt beispielsweise mal eine leichte Berührung mit dem Fahrer. Und es war halt immer wieder schnellere da, klar. Das erste Mal hier und gerade, wie gesagt, diese Stelle hier, das war so meine Achillesferse, würde ich behaupten. Da habe ich vielleicht die Bande auch gerade kaschiert, weil da rechts kam einer. Ich wollte den so ein bisschen Platz lassen und war gar nicht, glaube ich, so nötig, wenn ich das mir gerade angucke. Aber ich bin dann ein bisschen nach links deswegen gekommen, weil ich den, wie gesagt, Platz machen wollte. Aber da war doch schon die Bande. Das ist mir auch zweimal, glaube ich, passiert. Aber ja, das passiert halt. Und hier musste er mich überholen lassen. Das ging auch ganz gut. Waren halt, wie gesagt, ein paar Jüngere dabei. Und hier hatte auch mal eine gelbe Flagge, dass man langsamer fahren muss. Das war auch immer so eine Sache. Ich habe die zwar auch immer gesehen, aber ich habe dann irgendwie nicht gesehen, warum ist denn da jetzt eine gelbe Flagge? Ab und zu habe ich dann halt jemanden stehen sehen. Teilweise sind die dann aber auch, bevor ich dann da irgendwie was sehen konnte, warum es gelb war, schon wieder gefahren. Und dann war die gelbe Flagge zu Ende. Aber das war mir halt, also ist, wie gesagt, wichtig, da einen Überblick zu bekommen von der Strecke, wie ich mich dann richtig da verhalte. Und ich fange ja gerade erst an mit dem Kartfahren. Das war jetzt so das erste Mal, dass ich mich bewusst auf eine Kartbahn deswegen gesetzt habe. Ich war jetzt schon mal auf dem Remodrom gewesen und da haben wir einfach nur so just for fun ja, gefahren. Und da habe ich halt so, ich sag mal, Benzin, wobei es waren Elektro-Karts, habe ich also Strom geleckt und da bin ich halt erst drauf gekommen, mehr zu machen, wie auch auf meinen Streams, aber halt auch gerne dann halt so mit solchen Aufnahmen Real-Life-mäßig. Und da waren unsere ersten 10 Minuten auch schon vorbei. Beim ersten Mal bin ich 36,85 gefahren. Also das war meine schnellste Runde bei den ersten 10 Minuten, die wir heute gemacht haben. Da ist schon die Zielflagge und das heißt ab in die Box. Aber es war Mittwoch und mittwochs haben die zweimal 10 Minuten für 20 Euro. Und das hat mein Freund mir zum Geburtstag geschenkt. Ich habe zwar jetzt erst in 2 Tagen Geburtstag, aber es hat sich jetzt halt so ergeben, dass wir diesen Mittwoch, ich habe nämlich diese Woche noch Urlaub, dann halt auf die Bahn gegangen sind. Aber vielen Dank dafür. Und ja, da sind wir, wie gesagt, nochmal auf die Bahn, nochmal 10 Minuten. Waren auch wieder ja, Kinder, Jugendliche mit auf der Bahn. Diesmal, glaube ich, war ein bisschen weniger. Ich bin auch viel besser durchgekommen, ein bisschen jetzt schon die Strecke ja gekannt. Ich wusste meine Achillesferse, wo sie ist, und konnte mich da so ein bisschen besser dann auch schon abstimmen, wann gehe ich vom Gas runter, wann gehe ich auf die Bremse, wie stark drücke ich die Bremse, dass ich halt nicht wieder voll in die Eisen gehe und mir dann das Heck ausbricht. Hier habe ich doch mal gerade so ein bisschen gedriftet. Das will man ja eigentlich gar nicht haben. Und hier ist ja meine Achillesferse, sage ich mal. Und hier habe ich so relativ gut für meine Verhältnisse genommen. Da war schon noch ein anderer, der hätte mich beinahe gekriegt, aber da hat er mich noch nicht gekriegt. Ich glaube, hinterher musste ich ihn tatsächlich vorbeilassen. Und ja, aber erstmal so ein bisschen gefightet da. Das hat schon richtig Bock gemacht. Und
das hier müsste jetzt meine schnellste Runde sein, die ich gefahren bin. Laut dem Zettel 34.05. Ihr könnt euch einen Ausdruck von euren besten Rundenzeiten da geben lassen. Das war gar kein Problem. Und hier habe ich sogar meine Achillesferse relativ gut genommen. Nach Ideallinie soll man mich auch nicht so ganz stark nach links hier kommen. Das habe ich, denke ich, mal relativ gut hinbekommen. Zumindest auch meiner laienhaften Analyse jetzt. Und ja, ich hatte hier relativ freie Bahn, da ich nämlich einen schnelleren Fahrer vor mir hatte und dadurch nicht hinten aufgelaufen bin. Ich musste hier keinen überrunden von den langsameren Fahrern. Dementsprechend konnte ich hier tatsächlich mal ganz gut meine Bahn fahren. Habe nämlich auch ein paar solche Runden hinbekommen. Und ja, bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem besten Ergebnis, wie gesagt, von 34.05. Da denke ich mal, kann ich schon ganz zufrieden sein für meinen ersten Tag hier auf der Kartbahn. So, da sind wir wieder zu Hause. Ich war gerade hier schon am Schnitt gucken. Das ist mir eingefallen, ich muss noch eine Abmoderation machen. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ich habe nämlich auch meine GoPro schlauerweise vergessen gehabt. Und ja, zum Glück hatte ein Kumpel seine 360-Grad-Kamera dabei. Damit wollten wir sowieso was ausprobieren. Und das konnte ich dann auch ans Kart festmachen. Und jetzt gucke ich gerade. Ich bin noch nicht so wirklich erfahren mit 360-Grad-Aufnahmen. Also eigentlich gar nicht. Und ja, irgendwie klappte das nicht so ganz, wie wir uns das irgendwie gedacht hatten. Aber wir haben Footage, deswegen kann ich euch das Rennen zeigen. Das werde ich jetzt gucken, dass ich das bearbeitet bekomme und geschnitten bekomme. Und ihr habt es ja schon gerade gesehen. Aber ja, das nächste Mal dann hoffentlich auch mit der GoPro. Ich habe sie extra ins Regal getan, damit ich es nicht vergesse. Und dann habe ich sie vergessen. Tja, und wie gesagt, jetzt habe ich auch noch fast meine Abmoderation vergessen. Aber das Ganze hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bin schon echt gespannt, wie es dann ist, in einem Rennen zu fahren. Anscheinend bin ich auch schon am Mitte August mit dabei. Da ist jetzt mal noch Platz dabei. Kann sein, dass sich das vielleicht noch ändert. Das ist noch nicht hundertprozentig fix, aber ich hoffe schon. Und ansonsten spätestens am 29.09. Da ist da ein Team-Event-Rennen. Also hatte ich ja schon gesagt, 3 Mann in einem Team. Und das wird ausgelost. Da bin ich mal gespannt drauf. Zeitpunkt heute, wo ich Kart fahren war, sind da auch noch Startplätze frei. Also könnt ihr gerne mal da irgendwie gucken, dass ihr dann da ja vielleicht noch mitmacht, wenn ihr wollt oder so, euch da meldet. Und ja, ansonsten würde ich mich auf sehr viel Feedback von euch unten in den Kommentaren natürlich freuen. Über einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe jetzt auf jeden Fall vor, da noch viel mehr mich rumzuprobieren. Gerade vor allem auch mit der GoPro und auch hier so ein bisschen mit der Kamera so ein bisschen mitfilmen. Und ja, schauen wir mal. Ich habe da auf jeden Fall jetzt richtig Bock drauf, wie es dann so weitergeht. Und ja, streamen werde ich jetzt auch noch ein bisschen was mehr mit Formel 1 und noch was anderes. Und weil ich nächstes Jahr wieder eine Sache vorhabe, die ich aber noch nicht verraten möchte. Und ja, einfach dranbleiben und zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.